Hallo Pokémon-Fans, David hier schon wieder. Natürlich spielen wir auch Pokémon Mond auf dem PC. Ja, letztens habe ich eine kleine Erkenntnis gemacht. Und zwar, ich spiele jetzt am Tag. Und hier scheint immer noch keine Sonne. Hab mich gefragt, was soll das? Ja, mal gucken, ob ich gleich auf der richtigen Seite bin. Da lade ich gerade ein Video hoch. Und da, gleich sieht man es. Einen Moment. Zack. Ja, ich muss jetzt gleich ein bisschen schieben hier. Okay. So, da haben wir es. Witzige Zusammenstellung im Fazit. Ja, ein kreatives Element wartet. Leute, wartet. Das ist irgendwie ein bisschen schwieriger, als ich es mir gedacht habe. Ich mache mal alles ein bisschen kleiner. Okay, das kann man so halbwegs lesen. Ein kreatives Element hat Entwickler Game Freak beim Tag-Nacht-Wechsel integriert. Im Pokémon Sonne spielt man immer identisch zur Zeit der echten Welt oder auf dem 3DS eingestellten Uhrzeit. Pokémon Mond dagegen spielt mit zeitversetzt 12 Stunden in der Zukunft. Bedeutet, wenn ich jetzt genau noch eine halbe Stunde spielen würde... Ja, genau. Also um 12 Uhr würde sozusagen dann die Sonne rauskommen. Ja, weil es ja nach meiner Uhr geht, wahrscheinlich die auf meinem PC ist. Und jetzt ist es gerade 11.33 Uhr. Heißt, erst dann würde es Tag werden. Heißt, erst dann könnte ich das Driftlon fangen, was ich brauche, um dieser einen Schönheit da die Belohnung abzugreifen. So ein Quatsch. Ja, was hat sich Niantic, wollte ich gerade sagen. Was haben sich die Entwickler von Pokémon Sonne und Mond dabei gedacht? Naja, okay. Irgendwie ist es ja auch ganz cool, weil so sieht man halt eher die ganzen Mond-Pokémon. Und dadurch konnte ich auch, glaube ich, halt eher Begegnungen forcieren, die sowieso eher nachts stattfinden, als wie bei Sonne am Tag. Was okay ist. Nee, die Trainerin will ich jetzt nicht bekämpfen. Genau. Nichtsdestotrotz werde ich diese Mission dann einfach ein bisschen weiter nach hinten legen, beziehungsweise diesen Teilquest, und werde, nachdem ich diesen Kampf gemacht habe, ja, oder auch nicht, ich habe keine Lust, gegen ein Habitat zu kämpfen, werde ich dann auch direkt zur Prüfung gehen. Die erste Inselprüfung, was wahrscheinlich sowas wie der erste Arena-Orden ist. Also... denke ich mal, weil irgendwie gab es noch keine Anzeichen darauf, dass irgendwas mit einer Arena sein soll. Ich habe noch ein weiteres Pokémon dazu bekommen letztes Mal. Das ist leider noch mein schwächstes. Mein Delicate. Ja, das ist ein Krabox mit Blubber, Zertrümmerer und Silberblick im Moment. Aber der unglaublichen Fähigkeit Eisenfaust, die im Moment noch unglaublich wenig zu tragen kommt, weil ich halt noch keine Punches oder in der Richtung habe an Attacken. Aber das kommt sicher noch. So, sie will die Vegetationshöhle betreten, dann komme ich am besten hinterher. Da. Das ist, denke ich mal, dieselbe Höhle wie aus dem... Okay, ist es nicht. Ich dachte, das wäre die Höhle aus der Demo. Willkommen in der Vegetationshöhle, ich bin Captain Ailima, aber das weißt du ja bereits. Ich erkläre dir jetzt erstmal den Ablauf der Prüfung. Deine Aufgabe besteht hier aus folgendem. Süß. Besiege 3 Pokémon, die sich in ihren Nisthöhlen verstecken. Sobald es geschafft ist, dringst du ins Innerste der Höhle vor und nimmst dort den Z-Kristall aus dem Sockel. Ja, der Schlüssel zum Erfolg ist das Zusammenspiel mit deinem Pokémon. Rararat. Mhm. Eine Sache hatte ich noch gar nicht erwähnt. Dass da oben eine TM liegt, die ich mir hole. In dieser Höhle hausen ziemlich starke Pokémon. Zudem lebt an diesem Ort noch ein besonders starkes Pokémon, ein sogenannter Herrscher. Zweifelsohne wird diese bei der Prüfung das größte Hindernis für dich darstellen. Ach ja, und noch etwas hatte ich glatt vergessen zu erwähnen. Pokémon darfst du hier nur fangen, wenn du die Prüfung geschafft hast. Du wirst die Prüfung also mit deinem aktuellen Team bestreiten müssen. So, und jetzt geht's auch los. Das ist ja interessant. Man darf hier keine Pokémon fangen. Mach dich bereit. Es ist Prüfungszeit. Find ich irgendwie interessant. So, dann wollen wir mal gucken. Möchtest du ihn ansehen? Jo. Ra. Das ist wirklich interessant. Also eine ganz coole Lösung zu einer Arena. Weil da muss man quasi auch kleine Rätsel lösen und so eine Sachen. Also zumindest in den neuesten Arenen. Und
Macht Unlicht auf einem Unlicht-Pokémon trotzdem großen Schaden? Ich probier's. Nicht effektiv. Stand doch gerade da, ich Volltrottel. Ah. Hat trotzdem fast gereicht. Gut, mach mal bitte keinen Ruckzuck-Hieb, weil dann mache ich nämlich Kratzer. Okay. Das war Nummer 1. Noch zwei Pokémon besiegen. Hier liegt noch ein Item rum. Finde ich schön, also ist toll gemacht. Also auch von der... Die Grafik, muss ich schon sagen, es lohnt sich als Spiel auf jeden Fall. Okay, wenn man diesen Stein anspricht, kriegt man einen Beleber. Wow, wo kommt das her? Ein Rattatratat. Muss ich den jetzt besiegen? Mogelhieb. Das ist so krass. Mogelhieb ist ja auch gleich noch ein Stück stärker durch seine Fähigkeit. Das ist schon geil. Ach, schade. Super Zahn. Ja, klar. Und weg. Super Zahn mit Level 11. Irgendwas stimmt da nicht. Okay, Level 14. Kratzfurie. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Anstelle von Kratzer. Oder? Stärke von 18. Ja, wenn es mindestens zweimal trifft, ist es bei 36, also schon fast so stark wie Kratzer. Und es kann fünfmal treffen und es wird noch durch seine Fähigkeit noch erhöht. Nee, das macht schon Sinn. Sun erreicht Level 13. Schnüffler, was war das nochmal? Ich habe Verfolgung, wozu? Okay, nein. Ich habe nein gesagt. Leute, wartet mal kurz. Ich komme nicht klar. War das jetzt in der Höhle? Alles klar. Wenn jetzt nochmal ein Radfratz kommt, dann werde ich das auf jeden Fall mit dem Mauzi nicht schaffen. Was ist gut gegen Radfratz? Nehmen wir mal, ja, Delicate. Ich krieg das mit dem Tauschen einfach nicht gebacken. Da oben wartet irgendjemand. Ich hole mir erstmal noch meine Durchbruch. Jetzt schon! Und ich weiß auch, wem das ganz gut stehen könnte. Mann, Delicate. Manni kann das lernen? Ist ja auch interessant. Auf jeden Fall besser als der Trümmerer. Der Hammer. Hier kommen gar keine wilden Pokémon. Oh! Ach, der kann da gar nicht runterfallen, oder? Aha. Der kann kriechen. Super Trank. Hep. Ja, ich will hineinsehen. Achso, jetzt ist er da oben. Mhm, verstehe. Also muss ich jetzt zurücklaufen, richtig? Ja, das ist kein Problem. Ey, wetten, der geht jetzt da auf die andere Seite? Hallo! Ich finde gut, dass es hier keine... Hep! Dass es hier keine, komm schon. Come on! Ich glaube, das geht hier nach Reihenfolge. Ich muss wahrscheinlich zurück. Ich finde gut, dass hier keine wilden Pokémon kommen. Oh nein. Hep. Wieder über die Brücke. Und wenn es jetzt nach der Reihenfolge geht. Oh, come on. Team Rocket ist wieder da. Na, ganz ehrlich. Das sind doch... Also wirklich Team Rocket. Ich meine jetzt nicht das Team Rocket aus den Spielen. Weil die waren ja noch skrupellos und... hatten immer recht, also ich sag jetzt mal, die gerade die Generals, die obere Liga, die hatte schon recht starke Pokémon manchmal. Und die? Was haben die? Traumato. Ja, okay, damit kann ich jetzt mit meinem Kampf-Pokémon jetzt nicht so viel anfangen. Ja, und die verhalten sich halt auch nicht wirklich. Also die haben Mysteria, gibt es Scheiße.
Hysteria. Der wird schon nicht Fund machen. Ich hätte ihn vorher heilen sollen. Nein! Das ist ein sehr schwaches Traumato. Nee, was ich sagen wollte. Also Team Rocket. Das ist ein Team, was... also das aus dem Fernsehen, meine ich jetzt, aus dem Anime. Und die haben eigentlich jeden Tag nur Mist gemacht und haben nicht wirklich was durchgesetzt und hatten nie wirklich starke Pokémon da. Es gab nie wirklich... Ich hätte nur Biss machen wollen. Ach so, voll Treffer. Es hat nie wirklich einen Sinn gemacht, dass sie da waren. Sie haben einfach nur die Folge unterbrochen. Und so ist es jetzt auch gerade. Also ich fühle mich in meiner Handlung unterbrochen und das nervt mich tierisch. Die sind zu zweit und wieder kämpft nur einer gegen mich. Der ist viel zu stark. Homie. Ach, irgendwie kann ich die nicht ab. Ja, ja, Schuss in den Ofen mit dem... Das ist schon sehr stark nachempfunden. Hä? Weiter hinten hast du ein super krasses Pokémon. Geht dir das in den Schädel? Mach dich besser schnell vom Acker. Niemand macht sich hier vom Acker. Rache ist das Gebot der Stunde. Kapiert, wir blockieren ihre Nesthöhlen und wenn das die Radfahrts ihren Schädel rausstecken, schnappen wir sie uns. Checkst du das? Geschnallt, klingt nach einem Plan. Auf geht's. Also helfen Sie mir jetzt dabei? Ist ja auch nicht schlecht. Also Team Rocket hilft mir auch noch. Haben sie auch damals im Anime gemacht, glaube ich. Ra! Ja, ziemlich cool. Ich dachte, jetzt muss ich das so machen, dass... Das ist kein Radfratz. Aber wenn es immer noch vom Unlicht-Normaltyp ist, dann werde ich jetzt trotzdem sehr effektiv damit starten. Der sieht wirklich blöd aus. Der sieht aus, als hätte er mindestens 50 Nüsse in seinem Kopf. Und das auch nur auf einer Seite. Aber die Vierfachanfälligkeit ist schon krank. So delicate. Mein Feind erreicht Level 16. Level 16 ist meistens ein Level gewesen, wo sich die Viecher entwickelt haben. Doch diesmal nicht. Vielleicht muss man Pokémon jetzt auch anders entwickeln. Weil ich habe bisher noch keine Entwicklung mitbekommen. So, ich habe alle besiegt. Kann ich jetzt weiter? Da ist eine TM. Die will ich haben. Vielleicht kann ein Pokémon ihn ja zertrümmern. Ich würde ja gerne Zertrümmerer einsetzen, aber anscheinend funktioniert es ja nicht. Give me the Zed Crystal. Ja, ein Radikal macht mir jetzt nicht so eine große Angst. Instant Motion. Rad. Radikal, der Herrscher der Vegetationshülle, ist vor dir aufgetaucht. Radikal Herrscher greift an. Ah ja, 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 genau wie in der Demo. Besondere Aura und steigert so seine Verteidigung. Trotzdem glaube ich nicht, dass ein Durchbruch ihn nicht erledigen würde. Nur eine Vermutung. Oh, das arme Ding. Aber die sind ja auch echt blöd. Also die Programmierer jetzt, die geben einem die Möglichkeit, einen Krabox zu fangen und geben einem noch die Möglichkeit, auch Durchbruch zu finden. Also das war echt blöd. Verfolgen finde ich gut. Ich bin zu stark. Ich muss weniger trainieren. Du besiegst Radikalherrscher. Meine erste Entwicklung! Trompek. War wegen Trompete? Wegen dem langen Schnabel? Hat sogar noch zwar eine Entwicklung. Nicht schlecht. Indem der Schnabel verformt, kann es eine große Bandbreite an Lauten ausstoßen. Der Albtraum eines jeden Nachbarn. Sehr gut. Ist in der Höhle verschwunden. Großartig, du mitnimmst das in deiner Fähigkeit als Trainer. Können wir bitte nochmal kämpfen? Du warst wenigstens eine Herausforderung.
enttäuscht. Aber mein Gott, ist ein Pokémon-Spiel. Was soll ich denn? Normium Z. Normium? Das Typ Normals. Es wird auch Normium Z genannt. Du sollst ihm unbedingt ein Pokémon geben, das normale Attacken einsetzen kann. Du musst noch diese elegante Pose einnehmen und schon fesselst du mit Normalattacken die fulminante Z-Kraft. Fulminant. Das muss ich nachschlagen im Duden. Keine Ahnung, was das heißen soll. So viel dazu, nur weiter im Text. Ach ja, da fällt mir noch etwas ein, das ich noch nicht erwähnt hatte. Die Herrscher-Pokémon. In den Gebieten, in denen die Prüfungen abgehalten werden, erwarten dich immer ein besonders starkes Pokémon. So wie Radikal gerade eben. Ja, damit habe ich kein Problem. Also wenn es nur so stark ist wie Radikal. Außerdem unterstützen die Pokémon Alola einander gegenseitig, was dazu führt, dass sie im Kampf oft andere Pokémon zu Hilfe rufen. Und du darfst jetzt die Pokémon in der Höhle fangen, da du ja den Herrscher besiegt hast. Nimm die Superbälle zur Feier des Tages. Sehr gut. Aber was ist, wenn ich da gar nichts fangen will, weil das sowieso nur Alola Ratifratz ist? Deine Pokémon haben bravourös gekämpft. Das muss ich nicht nachschlagen. Warte, ich mache sie mal eben wieder fit. Danke für die 2 KP. Ich würde dir gerne etwas Spannendes zeigen. Komm doch bitte auf Route 3. Auf Route 3, das ist praktisch, weil ich glaube, jemand im Pokémon Center von Route 2 wollte nämlich, dass ich auf Route... Oh, hier muss ich nochmal zurückkommen. Mit Tauros wahrscheinlich. Nochmal. Auf Route 3 soll ich ein Pokémon fangen, was ich auf Route 2 in dem Pokémon Center brauche, um... irgendwas zu bekommen. Ich habe keine Ahnung was. Ja, ich kann endlich einen Zubat fangen. Der ist geil. Vor allem, wie er immer sein Gesicht schützt, dass man es nicht sehen kann. Wirklich gut. Ich glaube, ein Zertrümmerer reicht schon bei dem Ding. Mäp. Ja, aber der gibt mir doch kaum EP. Sollte ich gegen den kämpfen? Sehe ich nicht ein. Ich habe zwar einen Schutz, aber jetzt finde ich das irgendwie unnötig, den einzusetzen. Wieso sollte ich einen Zubat fangen wollen? So. Und draußen. Hallo, ich bin ich. Ich bin's wieder, Captain. Wieso stellt sie sich ständig vor? Ich weiß, wer das ist. Wirst du immer wieder auf die Barriere stoßen. Man zeigt sie auch als Barriere des Captains. Und hinter einer solchen Barriere tummeln sich lauter ziemlich starke Pokémon. Als sie das letzte Mal das gesagt hat, war ich ein bisschen... Oh, vielleicht kommt da wirklich was Starkes. Aber jetzt... Alles klar. Also ich muss erstmal... Blink. Krass, er fesselt an. Weg. Und jetzt können wieder alle durchlaufen. Nur weil ich... Achso, nee, er macht die wahrscheinlich dann zu wieder die Tore, wenn jemand anders kommt. Ein toller Job. Dass du die Prüfung gemeistert hast. Dann werde ich das doch gleich mal tun. Oh, wer kommt denn da? Hast du auch die Prüfung bestanden? Oder kann er jetzt einfach so durchlaufen, weil er der Professor ist? Das ist gar nicht der Gruß, der geht so. Zuerst hast du deine erste Prüfung bestanden. Das schreit nach einer Belohnung. Ich hab's. Ich erkläre dir mit meiner schönsten Säuselstimme die Z-Kraft. Schönste Säuselstimme. Naja, das ist auch eine Attacke, ne? Naja, ich hab's in der Demo schon herausgefunden, wie das funktioniert. Schau mir gut zu. Oh nein, das macht ein Tutorial. Bitte nicht. Mach mal nicht. Er macht's. Da ist ein Vulcano. Geil. Ein Feuer-Pokémon wäre eigentlich wirklich nicht schlecht. So, Wuffels. Z-Kraft-Tackle. Hypersprintangriff. Z-Silberblick. Wuffels hüllt sich in Z-Kraft. Ey, dann sind die Angriffe ja noch stärker. Eieiei. Das sollte ich dem Mauzi geben, weil dann macht das vielleicht irgendeine... Kratzfurie, nee, das sind ja wahrscheinlich nur 18 Damage. Er nimmt dann nicht den gesamten Schaden, sondern nur einzeln. Dann wäre es vielleicht besser gewesen, hätte ich den Kratzer behalten. Ach Mist. Na, das konnte ich ja nicht wissen. Einmal pro Kampf einsetzen. Mhm.
Lilies auf. Alles klar, alles klar, alles klar. Gut, dann gucken wir mal, wem ich das Ding geben könnte. Normium. Keine Wirkung. Okay, okay, okay. Ich guck nochmal. Also ein Item zu tragen ist ja nie verkehrt. Superschall Widerhall. 40 Schaden. Also soweit ich weiß, erhöht es immer wieder den Schaden. Ah, okay, auch 40. 40. Also an sich ist es wurscht, wem ich das gebe. Gebe ich's Mauzi. Ich stehe auf Mauzi. So, bin ich schon auf Route 3 oder was? Nee. Dann gehe ich ein Stück weiter. Lass mich durch. Wie hieß dieses Pokémon, was ich jetzt fangen soll? Wer bist du? Mhm. Cool, die stürzen vom Himmel. Nicht schlecht. Ich sag jetzt dazu einfach mal nichts. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr keine Lust habt, mich dabei zu betrachten, wie ich ein Habitat besiege. Uiuiui. Hark Attack. Er verstärkt Flugattacken. Und schon habe ich wieder das nächste, was ich gebe. Wo? Da. Geben. Das kenne ich auch irgendwo her. Das ist auch nicht aus der 7. Generation. Das war, glaube ich, 6. Oder 5. sogar. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es keine 7. Generation Pokémon. Okay, okay, okay. Aha. Da ist jetzt mein nächster. Der wollte nicht kämpfen. Auch nicht schlecht. So, hier soll irgendwie ein Pokémon sein. Mal gucken. Heilball? Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Er soll irgendwie einen Rüssel haben. Gelben, langen Rüssel oder so. Wommel. Wommel war das. Wommel war das, ja genau. Ist ja ein süßes Ding. Blubber. Das wird schon klappen. Ist ja kein Feuer-Pokémon, nehme ich an. Und Blubber ist auch nicht Stab, von daher. Ja, super. Fee ist gegen Kampf anscheinend sehr gut. Sun. So, da sind wir schon wieder. Mein Besuch kam ein bisschen früher, deswegen musste ich jetzt ein bisschen später weitermachen. Ist aber nicht so tragisch. Wir waren im Kampf mit dem Wommel, was die eine gute Frau ja benötigt. Dann wollen wir uns das mal holen, ne? Schon rausbekommen, Fee ist sehr effektiv gegen, mit Volltreffern sowieso effektiv gegen alles. Uiuiui. Gegen Kampf-Pokémon. Ich verstehe zwar nicht den Hintergrund, warum Feen so effektiv sein müssen gegen Kampf. Vielleicht brauchte man einfach nur etwas, was wieder effektiv ist gegen Kampf. Weil Kampf ja super ist gegen Normal, gegen Eis, gegen Stein. Gegen Eis? Ich denke schon, ne? Und auch noch gegen Unlicht. Und damit hat es einfach zu viele Vorteile. Deswegen mussten sie mal wieder eine neue Schwäche finden. So, für Wommel wird ein Eintrag vorgenommen. Über den Köpfen von Menschen, deren Auren denen von Blumen gleichen, finden sich zahlreiche Wommel an. Käferfee ist ja ein sehr interessanter Typ. Auran. Und ich muss sagen, dass ich mit einem gewissen Pokémon gerade sowieso nicht so richtig zufrieden bin. Und zwar Sun. Einfach deswegen, weil der
Ich weiß nicht. Er hat eine super schlechte Defense. Super schnell ist er auch nicht. Und Giftstoff will ich nicht raushauen, weil der halt wenigstens noch vergiften kann. Und bei schwierigen Kämpfen habe ich den wenigstens dann auch auf meiner Seite, die Vergiftung. Dementsprechend haue ich Sun raus. Ist das geil. Man kann sogar Items im Beutel verstauen. Ach, das ist Hammer. Das ist wirklich cool. So, da es aber ganz oben war in meinem Team, muss ich höchstwahrscheinlich tauschen, habe ich mir gedacht. Bericht, gucken wir mal, was das ist. Stachelspore und Feenbrise. Genial. Genial. Ist stolz auf seine Stärke. Sollte es auch. Honigmaul, was ist das? Das Pokémon sammelt nach Kämpfen eventuell Honig auf. Geil. Mega gut. Klasse. Finde ich super. Finde ich großartig. Achso, ich wollte ja tauschen. Hysteria. Hallo. Okay. So, und da ist jetzt... Ich wollte gerade sagen, und weil es ja jetzt endlich tagsüber ist, kann ich auch endlich das Drifblon fangen. Höchstwahrscheinlich, weil es ja jetzt Tag ist. Aber stimmt nicht. Es ist immer noch nicht Tag. Es ist 14.42 Uhr und es ist immer noch nicht Tag. Was ist denn das für ein Mist? Laufe ich jetzt nur noch nachts durch die Gegend oder was? Oder hat das was mit meinem Emulator zu tun? Ach, ich habe keine Ahnung. Die Trainer sehen mich alle nicht. Na egal, ich gehe erstmal auf jeden Fall zurück. Gehe mich nochmal heilen. Und hole gleichzeitig nochmal eine Überraschung ab. Ach, das war die ja gar nicht. Oder? Warst du das? Ja. Aha, mit seinen langen Rüssel saugt es also Blütenstaub und Honig auf. Mein Schnucki hat recht, es ist wirklich ganz niedlich. Hm, jetzt hätte ich selbst gern einen Wommel. Aber zuerst gebe ich dir jetzt mal meine wohlverdiente Belohnung. Hier, bitte. 3000 Poké-Dollar. Ich mache mich auf die Suche nach meinem eigenen Wommel. Klasse. Das war ein schöner Quest. Einfach nur ein Pokémon fangen, zeigen, Pokédex-Eintrag. Hat was. Aber ich hätte gern einen Wommel. Ich hätte gern ein Dingenskirchen. Ein Drifblon. Aber wenn es nie hell wird... Der Kaffeetyp sagt mir doch immer, wie spät es ist. Jetzt hier kommt Kaffeebereich des Pokémon Centers. Es ist 2 Uhr. Richtig, es ist 2 Uhr. Wann soll ich denn dann spielen? Na gut, ich werde es noch rausfinden. Aber jetzt reicht es erstmal wieder. Und hat mir wieder massig Spaß bereitet. Abgesehen von den letzten 5 Minuten. Das hätte nicht sein müssen, dass die jetzt so zeitversetzt sind. Aber na, manchmal geht es halt nicht anders. Und deswegen verabschiede ich mich mit einem Howdy hey, howdy ho. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Pokémon Mond auf dem PC. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.